Geld. Blau machen nur noch 2 Schaden. Mir nur noch 3. Da oben ist ein Pilz, ich will den Pilz. Sollen wir da runter? Nee, ne? Nee, lass erstmal weiter erkunden. Aber weiter als hier waren wir auch noch nicht. Jo. Lass mal den fetten Baum hier abholzen. Der ist sehr groß. Danke sehr. Komm schon, Clemi, wo bleibst du denn? Ich bin eben was abgeholzt. Wo klemmt der Clemi denn? Ja, stimmt, du hast ja keinen Crafting-Hook, du hast da vielleicht ein paar mehr Probleme wie wir. Ah, stimmt. Pilz, meiner. Da ist er selber schuld. Eine Truhe. Ich meine eine. Wow. Ich komme. Meins. Ich will auch Truhe, ich will auch. Das ist keine Truhe, das sind nur. Noch mehr Vasen. Das sind nur ganz viele Vasen, ey. Wow. Ich laufe hier mit einer Fackel rum, damit wir nicht wachsen. Geiler Dungeon, ey. Ah, und das war's. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ey. Also ich meine, das wird hier noch tiefer gehen, aber... Wo geht's noch tiefer? Ja, da ist noch eine kleine Höhle, aber lass mal raus hier weiter an der Oberfläche. Ich mache mir mal kurz ein paar Fackeln. Hier kann man locker mit der Fackel hochhüpfen. Wow. Ah ja, stimmt, ja. Die ist ja auch neu dazu gekommen, aber ob das jetzt so nötig ist. Ich glaube nicht. Nee, lass weiter. Fackel 99. Ich komm raus. Ich hab kein Licht. Ja, ich war zu geizig zwischendurch was zu placen. Ja, ich glaube, ich bin auch gleich draußen, hoffe ich zumindest. Es ist aber fast Nacht. Egal, Wurst. Ich holz einen Baum ab. Die Zombies sind echt überhaupt keine Herausforderung. Für aber die dich. Augen, die nerven. Na, die gehen auch eigentlich. Aber die nerven. Aber sie nerven, da hast du recht. Bringt die Fans eigentlich auch was gegen Magie? Clemi, wenn du schon Bäume abholst, dann bitte mit Stumpf. Hä? Du hast den Stumpf stehen lassen, du hast zu hoch gehalten. Du musst immer ganz unten zielen. Ich tue ja auch erstmal alle Bäume abholzen, die ganzen hohen, die hier sind. Ja, ich lauf schon mal weiter. Du willst nur die wichtigen Sachen finden. Ja. Wie Herzkristalle oder so. Die will ich haben, alles meine. Nee, die sind ja nicht. Ich pachte alle guten Items für mich. Die sind ja nicht an der Oberfläche. Hm. Trotzdem auch erstmal eine Menge Geld hier. Okay, das ich hoffe, das wird danach auf YouTube nicht zu dunkel sein, wenn wir hier gleich durch die Gegend laufen. Ja, ich stell's zur Not ein bisschen heller. Okay. Seid ihr in dieses fette Loch reingegangen? Was für ein fettes Loch? Das Sparta-Loch. Hier weiter. Komm mal her. Nee. Boah, Alter, hier kommen Zombies von allen Seiten. Ja, hier kommen eine riesen Menge an Gegnern. Von allen Seiten, haha. Wie gut, dass es 2D ist. Ein scheiß Auge. Lass mal raus aus dem Wasser hier, das ist ein bisschen okay. Wir stehen ungünstig. Okay. Ich bin über kacke. Das Loch gesprungen. Ich bin fast tot. Healen. Warte, ich holz mal, ich mach mal das Ding hier weg, lenk sie ab. Ja, mach mal. So. Komm mal zu Tom. Onkel Tom klärt das schon. Ja, sicher. Zombie! Ich hau das Auge weg. Ja, mach das. Ich gebe euch Rückendeckung. Boah, unter Wasser fliegt der Boomerang. Total ätzend. Pilze! Meine! Die, wie du erzwingst. Pass auf. Das ist meine. Alter, wir kommen gar nicht mehr voran. Wir müssen mal ein bisschen. Egal, das passt schon. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Ja, durch ein bisschen Food und so. Hier, Pilze mampfen. Ja, ich meine, wir haben ja echt eine Menge Pilze jetzt. Oh mein Gott, leck. Ich habe jetzt 14 Pilze schon. Ich habe jetzt nur noch 8 blaue. Wenn es gar nicht mehr geht, tue ich meinen Eimer Wasser auskippen.
Und das bringt uns was? Dass alle Zombies krepieren. An Wasser? Einmal Lava, meinte ich. Wollte ich schon sagen. Oh mein Gott, nein, Wasser. Oder sie ertrinken alle. So wie in Minecraft. Ich glaub nicht, dass das hier geht. Ich glaub nicht. Kommt mal mit hoch, wir müssen schon immer in Bewegung bleiben. Wenn wir mal stehen bleiben, kommen immer mehr. Ja, wenn wir uns bewegen, werden es auch nicht weniger. Ja und, aber da kommen wir immerhin weiter. Sonnenblumen, was sind Sonnenblumen? Keine Ahnung. Ich glaube, das verhindert irgendwie, dass Gras wächst oder so. Aber scheint ja super zu funktionieren. Hier ist alles überall voll mit Gras. Oh, Riesenbäume. Okay, so riesig sind sie doch nicht. Ja, wieder eine Höhle. Mit Vasen. Ups. Drin. Ups. Oh mein Gott, it's a trap. It's a trap. Oh mein Gott, und die ganzen Monster kommen jetzt hier gleich rein. Ich bin nicht oben. Down. Zombies sind unten. Ist jemand gestorben? Cool. Die lagen ja einfach Geld rum. Nee, von der Vase. Oh mein Gott! Ich nehme meine Healing Potions jetzt. Auge! Stirb, stirb! 10 Minuten stirbst gleich, damit ich nicht jetzt. Oh mein Gott, ich hab vergessen, meinen Spawnpunkt zu setzen. Bist unten. Ja, guck mal auf die Entfernung. Bist du gerade gestorben? Ja, bin ich. Oh. Nur als Notiz für den Death Counter. Ja, ich glaube, ich Ich gehe dann gleich zurück. Und dann? Und dann, und dann, tue ich erstmal das Geld in die Bank legen. Und dein Geld brauchen wir auch. Wie viel Geld hab ich? Ich hab 17 Silber. Ungefähr 30 Silber haben wir verdient damit jetzt. Oh, soll ich von unten das Geld mitnehmen? Ja. Jo. Ich war fast oben. Oh Mann, ich treff die Dinger nicht. Oh, verdammtes Auge. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Wobei, wenn wir, yeah, wenn wir bis zum Tag überleben, dann passt das eigentlich. Ja, ja, ich hol schon dann nach. Die ganzen hier dann so stehen. Du hier die Stellung halten. Ja, die Sache ist halt, wenn ihr so einen Dungeon findet, dann müsst ihr erwarten, bis ich da bin. Und zu dritt ist es ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir den ersten Bossfight. Bossfight? Ja. Droppen die auch gutes Loot? Ich bin Loot. Loot ist alles wichtiger in einem Bossfight. Ja, ja, du beanspruchst ja alles für dich. Natürlich. Ich bin Ninja-Looter. Von Beruf. Verdammt, Auge. Auge um Auge, mussten, Zahn um Zahn. Wieso mussten wir so tief graben? Ja, warum nicht? Weil es ewig dauert, bis wir wieder hochkommen. Warum muss es doch den Spawnpunkt da unten hinsetzen? Wir haben den alle da unten hingesetzt. Ja, wieso hast du auch vergessen, ihn wieder hochzusetzen? Ja, jetzt hast du es richtig ausgedrückt. Auge hinten! Ich kümmere mich um das hintere Auge. Ach, es ist immer noch dunkel? Jo. Ja. Oder ist es mittlerweile schon wieder Tag und danach wieder dunkel geworden? So lang kommt es mir mittlerweile wieder vor, ey. Nee, ist immer noch dunkel. Ist, glaube ich, auch wie in Minecraft, 8 Minuten. Clemi, du spielst da vorne überhaupt nicht safe, kann das sein? Ja, ich habe auch keinen Boomerang. Schäm dich! Dann lass. Musst doch nicht zwangsläufig da vorne hochgehen und alles umbringen. Warum? Ja, ich bin gleich auf eurer Höhe. Ich seh wieder Gras. Hooray! Ah, fuck, Auge. Ich kümmere mich um das Vieh da hinten. Tom, hilf mir, ich sterbe. Hast du keine Pilze mehr? Glaube ich nicht mehr. Hey, die droppen mir Herzen und HP und die krieg ich. Im Moment hältst du es eben ohne mich aus? Ja, ja. Okay. Penner!
wie das aussieht. Ja. Ich könnte jetzt cheaten und die Nacht zu Ende machen auf dem Server. Aber das wäre... lame. Cheat. Genau, lame. Das wäre lame. Und wir cheaten ja nicht. Natürlich nicht. Niemals. Wir doch nicht. Wir von EPVP, nein. Niemals. Nö, ich hab nichts mehr zu fressen. Was gehst du? Ich hab nichts mehr zu fressen. Oh, oh, oh. Hey, scheiß Zombies! Was bilden die sich eigentlich ein? So, ich mach mich mal auf den Weg, ne? Okay. Aber es wird ja auch gleich wieder Tag. Kommt schon, krepiert. Echt, wird das? Ja, der Mond ist schon ganz rechts. Na dann. Ich finde es am besten, wenn der Bumerang vorbeifliegt und beim Zurückfliegen alle erwischt. Ich frage mich sowieso, wieso der nicht einfach durch die Gegner durchgehen kann. Das ist ja viel praktischer. Na super, da kommt die nächste Welle. Aber das wäre ja unrealistisch. Oh, hier liegen zwei. Ist auch unrealistisch, Sterne, dass er beim Zurückgehen durch alle durchgeht. Und dass er immer wieder zu seinem Besitzer zurückkommt. Alter. Wie viel Leben habe ich denn? Ja, jetzt bin ich gestorben. Keine mehr. Null. Ja, dann kommt ihr mal beide zusammen hergerannt gleich, wenn ihr fertig seid. Ich überlebe das hier schon. Nee, ich mach mich schon jetzt auf den Weg, oder soll ich auf den warten? Warte mal auf Clemi noch. Ja, ich bin ich komme. Warte, ich muss, sollte dann eben mein ganzes Geld ablegen. Diese ganzen scheiß Monster. Ja, okay, ich muss mich auch neu auf den Weg machen, ich sterbe. Ich habe jetzt schon fast ein Gold erfarmt. Allein durch die Kupferstücke von den Monstern hier. Ja. Warte auf mich, Clemi. Okay. Ich will jetzt nichts über deinen Skill sagen. Nee. Doch. Vor allem ist jetzt gleich wieder Tag. Du bist übrigens plötzlich total leise, ne? Ja, du, Clemi. Dani meine ich. Okay, es wird gleich wieder Tag. Es ist schon wieder Tag. Aber du bist übelst leise, Dani, ganz plötzlich jetzt. Ja. Immer noch? Immer noch. Jetzt wieder. Okay. BTF, hier ist gerade so übelster Kreisbollen. Ich laufe einfach mal weiter, mal schauen, wann ich zum Dungeon komme. Wenn ich da bin, dann können, warte ich da. Ja, okay. Anderes bleibt dir nichts übrig. Ich kann auch solo reingehen und den Boss legen und ja, das gut abstauen. Ja, du kannst auch ins Sterben gehen, aber... Ich habe ganz viel Skill, ich schaff das. Ja. Ich meine, wenn du meinst, 5000 HP innerhalb von ein paar Minuten down zu kriegen, okay. Locker. Weil du musst dann eh warten, bis außerdem nachts kann der mich gar nicht treffen, ich habe so viel Skill. Ja, du kannst eh nur nachts beschwören. Ach, brauchen wir dafür die 10 Linsen oder was? Nee, die 10 Linsen sind was anderes. Da ist so ein NPC, der läuft da rum. Den klickst du an und dann kommt so ein Skelettvieh. So ein Kopf mit zwei Armen. Aha. Was zur Hölle? Hört sich ja interessant an. Und der Kopf hat, glaube ich, 5000 HP und den kann man nur nachts beschwören. Und wenn es wieder Tag wird und du hast ihn nicht besiegt, dann stirbst du. Oh. Komm mal her, ich bin am Meer. Oder am See, keine Ahnung. Okay, ich komme. Oh nein, jetzt bin ich runtergeflogen. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Es ist mittlerweile wieder Tag. Ja. Ja. Wäre ein bisschen besser. Warte, boah, wie viel Schaden die mir machen. Geht kacken, ihr Viecher. Müssen wir wieder so eine blaue Pilzfarm hier suchen oder so. Weil ich habe keine blauen Pilze mehr und die anderen, die bringen gar nichts. Wieso? Ich benutze auch keine blauen Pilze mehr. Ja, ich meine, auf Dauer bringen die schon was, aber nicht, wenn man sich mal eben so... Pinky! Los, Pinky! Gib mir Kann Geld! Kann mich mal gleich wer erinnern, dass ich oben meinen Spawnpunkt setze? Ey, ja? Du wolltest deinen Spawnpunkt setzen übrigens. Ja, okay, danke. Bitte. Nurse has arrived. Wohin? Nach unten. Unten? Das ist leicht praktisch. Oder die ist gerade oben gestorben, keine Ahnung. Lol, kann die. Wie kann der. Clemi hat die vergewaltigt. Clemi! Jetzt stopp, ey. Wir haben